Radio for you. News for you. Christian Graf, ein toller Erfolg für den Würzburger FV, die Stadtmeisterschaft gegen den Regionalligisten. Ich muss sagen, clever gewonnen. Ja, natürlich war das Spiel von Taktik geprägt. Wir wollten die Kickers kommen lassen, kompakt stehen und dann nach Ballgewinn schnell umschalten. Ich denke, dass uns das ganz gut gelungen ist und mit ein bisschen Glück natürlich am Ende dann auch der Sieg. Das ist natürlich unheimlich wichtig. Inwiefern kann man gerade solch einen Sieg hier Stadtmeisterschaft in Würzburg als Motivation noch mit in die Runde nehmen? Ja gut, zunächst mal ist Halle und Platz, das ist, sind zweierlei und es ist jetzt eben Hallensaison. Letzte Woche waren wir im Finale, sind im 7-Meter-Schießen gescheitert, heute haben wir es geschafft und da sind wir erstmal überglücklich und an die Rückrunde denkt man jetzt noch nicht. Ja, das ist Halle, aber dieses Turnier ist eben um diese Stadtmeisterschaft, um die Krone in der Stadt, dann natürlich auch für Fans und Mannschaft sicherlich was ganz Besonderes. Ja, natürlich, wir waren mega heiß. Und wir haben uns fokussiert vom ersten Spiel an aufs Finale. Wir wollten da rein. Und die Mannschaft war hoch motiviert, um dann auch den Titel zu holen. Jetzt soll ja einiges geändert werden beim Hallenfußball. Ich meine, wir diskutieren oft über Regionalliga-Reform. Und da soll es jetzt auch die Reform geben mit Futsal. Das heißt, die Bande soll wegfallen. Was sagen Sie dazu? Ich halte davon gar nichts. Die Stadtmeisterschaft zum Beispiel, die lebt davon, dass der Funke vom Feld auf die Zuschauer überspringt, wie zum Beispiel jetzt in dem Finale oder in dem ein oder anderen Spiel vorher. Und wenn dann keine Bande da ist, wenig Zweikämpfe, wenig Emotionen, dann verliert es an Anziehungskraft, denke ich. Wir dürfen nochmal gratulieren. Die Stimme wollten wir dazu haben. Wir werden also noch einige andere Stimmen eben zu diesem Thema einsammeln. Eben, weil ich auch der Meinung bin, ich kenne das noch, Hallenfußball, die Anfangszeiten, als noch keine Bande war. Durch die Bande wurde der Hallenfußball salonfähig. Und das will man jetzt wieder abschaffen, finde ich an sich schade. Aber Glückwunsch zum Sieg. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich am Freitag bei uns in der Sendung Mein Frankenrock. Ich danke. Würzburg Radio. Das Radio, das menschelt.